Ja Leute, herzlich willkommen bei den Miracle Keepers und es ist wieder kräftig Spoiler-Alarm bei uns und auf jeden Fall wieder mit dabei ist Evil. Hallo! Ja, hallo liebe Magic-Gemeinde. Ja, und wir wollen euch heute ein bisschen was spoilern, zwar die ersten 6 Drachenkarten, die was gespoilert wurden sind. 5 werden ja in die neuen Intro-Packs enthalten sein. Und ja, ich würde einfach sagen, wir beginnen. Und Evil, der Weiß-Grüne, was hat der so alles drauf eigentlich? Ja, der Weiß-Grüne, eben wie Marco schon gesagt hat, erstmal die 5 Drachen bestimmen die Farben und der Intro-Packs. Und wir gehen jetzt zum Arishin Sovereign. Das ist eben der grün-weiße und 5 beliebige Mana, also mit 7 Mana-Kosten relativ hoch. Aber das sind wir gewohnt von den Drachen, werden alle in etwa in die Richtung gehen. Und natürlich sind sie fliegend, haben einen soliden Body. In dem Fall hat der Arishin hier 6-6. Und immer wenn er stirbt, kann man eben diesen Drachen wieder zurück auf dessen Besitzers Bibliothek legen. Also aber eben rauf oder runter. Das kann ein bisschen entscheidend sein, wenn man sagt, man möchte nochmal sprechen oder man gibt den lieber mal ab und schaut lieber, was man nachzieht. Ja, viel mehr gibt's zu diesen Drachen auch nicht zu sagen. Im Prinzip für Grün-Weiß ein bisschen mager, meiner Ansicht nach. Ja. Marco, was sagst du, wie schaut's bei dir aus bei diesen Drachen? Ja, bei den Drachen würde ich ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen schwierig. Ich finde ihn nicht so prickelnd von den ganzen her, weil wenn er schon mit 6-6 stirbt, von denen her, dann ist man meistens schon unter Druck und dann so eine Karte nochmal zu ziehen, wenn man vielleicht unter Druck ist, bin ich mir nicht so sicher. Also für mich eher nicht so prickelnd die Karte. Genau, naja, 7 Mana, es ist schon schwierig. Da gefällt mir nicht der alte Kollege, die legendäre Drachenkreatur, der Dromoker, The Eternal, was wir von Fate Reforged kennen, einfach um ein bisschen besser, der was bolstert im Prinzip, wenn ein Drache attackt. Aber sei es drum. Ja, also auch hier meine Meinung, oder Marco? Ja, klar, ganz klar, ganz klar. Ja, ich würde sagen, wir gehen gleich zum nächsten Drachen und da handelt es sich um den schwarz-blauen Drachen. Ja, genau, schwarz-blau ist natürlich eine interessante Farbkombination für mich. Der Necromaster Dragon, ja, Necromaster, klingt schon irrsinnig spannend und ist aber auch relativ günstig mit gerade mal 5 Mana in Summe. Und er hat eigentlich schon wirklich eine interessante Fähigkeit und zwar immer, wenn eben dieser Drachen Kampfschaden einem Spieler zufügt, können wir 2 beliebige Mana bezahlen und wenn wir das machen, kriegen wir einen 2-2er schwarzen Zombie-Kreaturen-Spielstein aufs Spielfeld direkt und jeder Gegner legt die obersten 2 Karten von seiner Bibliothek in seinem Friedhof. Und zwar jeder Gegner, das heißt multiplayerfähig und noch dazu kriege ich, sobald er eben Kampfschaden austeilt, kriege ich sofort wieder ein bisschen mehr Kreaturen aufs Feld. Oh, ich finde den ganz, ganz interessant in so ein bisschen kontrolligeres Deckprinzip. Was sagst du, Markon? Ja, auf alle Fälle, das war das Stichwort Control Deck. Also, wie ich den Dragon gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, es hört nicht auf, Alter. Das ist die perfekte Karte für die Control Decks, was momentan so im Entstehen sind. Ja. Generiert schön Token, Gegner muss 2 Karten abwerfen im Friedhof. Oh mein Gott, Alter. Ich als Nicht-Kontrollspieler, ich befürchte schon so einiges. Ja, vor allem, man muss eins denken. Wenn ich mit meiner Kontrollstrategie gegen die aggro-lastigeren Decks nicht ankomme, mit 5 Mana kann ich sogar eher auf Midrange umschwenken, ist halt meine Denkweise dazu. Und mit einem 4-4er Body ist er zumindest aus Reichweite jeden Lightning Strikes. Also da muss ich echt sagen, ja, schauen wir mal, ob er Play sieht. Zumindest Sideboard-technisch würde ich ihn sogar recht gut empfinden. Oder ich baue eine Strategie auf Midrange. Aber mal schauen, vielleicht gibt es ja auch ein Fun-Deck von mir und von Marco. Und dann zeigen wir euch mal, was wir so alles anstellen mit diesen Karten. Gut, aber ich denke mal, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ja, auf alle Fälle ist Top-Karte, also muss man schon sagen. Also. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns gleich den nächsten Drachen an. Und zwar handelt es sich hier um den rot-schwarzen Dragon. Genau, Boltwing Marauder. Ja, Marauder kennen wir ja von Rot, gibt es ja auch andere Kreaturen, die so heißen. Und er hat ein 5-4er Body, ist eigentlich somit auch relativ solide und bolt-proof, wie man so schön sagt, jetzt im Modern-Bereich. Aber gehen wir zu seiner Fähigkeit.
Immer wenn eine andere Kreatur und das Spielfeld unter unserer Kontrolle betritt, kriegt eine Kreatur unserer Wahl plus 2, plus 0 bis zum Ende des Zuges. Also das heißt, er hat hier einen Effekt, den er immer auslöst, sobald wir hier Tokens ins Spielfeld bringen oder auch kleine Kreaturen und und. Entspricht natürlich hier den Rakdos Agro-Linie und ich glaube, das könnte ein guter Finisher sein für so ein rot-schwarzes Deck, so meine kleine Ansicht zu dem Ganzen. Was sagst du, Markon? Was denkst du dazu? Ja, ich bin ein bisschen skeptisch, was die Karte betrifft, weil momentan Rot sehr tempolastig ist. Also es gibt diese extrem aggressiven roten Decks momentan auch. Er hat eine nette Fähigkeit auf alle Fälle, aber ob die jetzt so prickelnd ist mit plus 2, plus 0 bis zum Ende des Zuges, ich weiß nicht. Also ich glaube eher nicht. Also ich bin noch nicht so überzeugt von der Ich Fähigkeit sag von dir mal ihm. einen kleinen Tipp, Markon. Wenn du jetzt das denkst auf Midrange, du musst weg von deiner Agro-Linie. Wenn ich das auf Midrange umlenke und das als Finisher einsetze und jetzt zum Beispiel, wir kennen sie ja alle, Ansturm der Horde reinbringen mit 3 Tokens, dann kriege ich eine Kreatur, Ja. wenn er am Spielfeld ist, plus 6, wenn ich eine Kreatur auswähle. Wenn ich ihn als Fliegend habe, habe ich Ja. Evasion und bringe eigentlich, wenn ich nicht geblockt werden kann, ganze 11 Damage drauf. Also finde ich eigentlich gar nicht mal so übel, aber wir werden sehen, ob er wirklich Play sieht, Ja, aber ja. es gibt, ich sage, es gibt günstigere, Ja. also es gibt auf jeden Fall Kreaturen, was weniger Mana kostet. Natürlich, wenn es ihn selber pusht, ist natürlich enorm auf 11 rauf. Aber Da, die Sache richtig. ist die, dass momentan wahrscheinlich auch so viele auch Dragon spielen werden. Also das heißt, wahrscheinlich wird ein Blocker dagegen sein und er hat halt eben kein Trample etc. So ist es. Ja, du liegst schon auch richtig. Man muss schauen, wie wird sich das Ich. Meta entwickeln durch die ganze Situation. Ja, okay, somit unsere Meinungen sind Ja, kund ich. getan, ja. Genau. Da könnte man stundenlang drüber diskutieren. Genau. Wird nie aufhören. Ja, ich würde sagen, wir gehen gleich weiter zum nächsten. Und zwar geht es hier um den grün-roten Dragon. Ja, genau, der Harbinger auf der Hand. Eben auch wieder 5 Mana im Gesamten. Der einzige Drache, glaube ich jetzt, was ich jetzt im Kopf weiß, der hinten nur eine 3 stehen hat, vorne halt eine 5. Und ja, er hat als einziger Drache auch aktivierbare Fähigkeiten. Und zwar immer einmal entweder mit Grün oder mit Rot und 2 zusätzliche Mana dazu. Wie ihr sehen könnt, fügt er dann jeder Kreatur, auch den eigenen, eben entweder ohne Fliegend oder mit der Fliegendfunktion einen Schadenspunkt zu. Naja. Was soll ich dazu sagen? Für Grün-Rot wünschte ich mir zumindest, dass dieser Drache Haste hätte. Dann lieber auch 6 Mana kostet von mir aus. Dann hätte er ein bisschen mehr Power, aber er wäre natürlich dann auch extrem stark. Das darf man nicht vergessen. Ja. Ansonsten, momentan, okay, es werden nicht mehr so viele Tokens gespielt, wie, sage ich mal, vor kurzem noch. Ja, ich sehe da jetzt nicht unbedingt gerade den Megaplay von diesen Drachen. Weiß nicht, wie du das von deiner Warte her sehen kannst, aber. Ja, du hast es am Anfang gut angesprochen. Das Problem ist 5 Mana, ein Lightning Strike und er ist wieder weg vom Feld. Ja, ich sage mal aus Sideboard-Karte, vielleicht gegen, wenn man gegen ein Token-Deck spielt, eventuell Main-Deck, würde ich jetzt eher bekritteln. Ja, Also ich. ich würde sagen, für einmal für Sideboard, für ein grün-rotes Monster-Deck eventuell, vielleicht als kleine Absicherung gegen Tokens, warum nicht? Ja, Da hätte er genau, so vielleicht als eine Chance. One-Off oder so irgendwie in der Ja, Richtung, genau. genauso ist so als Mass-Removal, damit ich Aber kein Engel spiele, aber. sonst eigentlich nicht wirklich. Also überzeugt mich genauso wenig wie der erste, was wir gehabt haben. Genau, Von ja, den okay. ganzen her. Ja, ich würde sagen, wir gehen zur letzten Karte von die, was in Intro-Packs drinnen sind. Und zwar ist das der blau-weiße Dragon. Genau, das ist Pristine oder Pristine Skyweiss. Und, aber ich glaube, Pristine wird man ihn nennen. Mit 6, 4 solide. Kostet natürlich auch 6 Mana, darf man nicht vergessen. Und Blau-Weiß lässt ja meistens immer was eher wirklich Azurfarben, sage ich mal. Azures Control lenken ist hier im Prinzip so, dass immer wenn ich einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch spreche, kann ich ihn enttappen und er
Also dieser Drache, keine andere Kreatur, kriegt eben Schutz vor einer Farbe meiner Wahl bis zum Ende des Zuges, kann somit als Combo-Trick ein bisschen genutzt werden, indem ich ihm enttappen kann, blocken kann, Schutz kriege. Ja, er ist heavy. Ich weiß nicht genau, inwiefern er wirklich Play sehen wird. Es gibt ja diesen Oyotai Soul of Winter von Fate Reforged. Wir haben ihn ja auch gezogen. Der mir eigentlich so von dem her ein bisschen besser gefällt. Kostet zwar ein Mana mehr, aber er hat auch 5, 6, also, ja, und eine andere Fähigkeit natürlich. Ich weiß nicht so recht. Wird eher ein Spastik bleiben. Meine Augen her jetzt, ja. Weiß nicht, wie du Ja, das ich siehst, ja. persönlich glaube ich, dass er sehr wohl, glaube ich, im Standard sein Deck oder zwei Decks finden wird. Weil gerade mit Weiß-Blau, mit Non-Kreaturen-Spell, also mit Blau mit Control, Weiß aus eher Schutzzauber, konnte schon Ashanis Presence zum Beispiel eventuell auf andere Kreatur. Kann zwei Kreaturen auf einmal vielleicht wegblocken mit ihm, weil ich enttappen kann, Protection for Color. Schwierig zu sagen, aber ich glaube, dass er sicher sein Deck finden wird. Man könnte Von dem her zumindest und eins mit. basteln drum, das stimmt, ja. Da Genau, gebe ich man dir recht, könnte ja. eins basteln. Er ist interessant, stimmt schon, die andere Karte ist natürlich vielleicht einmal Spur vielleicht interessanter. Was du gesagt hast, aber ich finde, dass die Fähigkeit, was er hat, nicht zu unterschätzen ist. Man Ne, darf wirklich das stimmt, nicht ja. vergessen, weil beim letzten Spoiler, Eugene haben alle nicht so auf der Rechnung gehabt und man sieht, wo er jetzt ist momentan. Jo, jo. Jeder schon gespürt, auch ich selbst. Ja. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass er seine Berechtigung hat, von denen ich bin auf jeden Fall gespannt, was für Karten oder Decks gebaut werden. Naja, wird Zeit, dass wir wieder ein paar Deckideen weiterbringen und auch ein paar Fun-Decks bringen oder auch eben kompetitiv. Ja, wir werden sehen. Ja, die Zeit war sehr kurz jetzt. Ja, es ist zu. Durch Modern Masters darf man nicht vergessen. Werden die ganzen Sets gerade ein bisschen schneller rausgebracht als üblich. Normalerweise würden wir erst Mai belohnt werden mit dem dritten Set. Aber okay, ich würde sagen, die Intro-Packs Dragons haben wir erstmal durch, oder? Genau. Und jetzt gehen wir eigentlich, ich glaube, die einzige Mystik, was Drachen betrifft, momentan. Momentan, ja. Das ist die sechste Drachenkarte Und welche und Farbe zwar hat handelt sie? es sich schwarz-blau. Ja, genau, Schwarz-Blau, der Dragonlord Silumgar. Wir haben ja schon einen Silumgar, der Drifting Death im Fate Reforged gehabt. Legendär. Er ist genauso legendär. Und er ist eigentlich der älteste Elder Dragon, wie es hier steht. Und ich ist mit 3,5 mal vom Body her solide, macht zwar nicht viel Damage, aber hält doch einiges her. Und er hat aber Todesberührung zusätzlich zum Fliegend. Der Silmugard, der Drifting Death, hat ja Hexproof, was ja auch sehr interessant ist. Und mich wundert, dass er eigentlich nirgends Play gefunden hat. Aber was kann er jetzt eigentlich aus eben Dragons of Darkir? Immer wenn er ins Spielfeld kommt, bekommt der Spieler, also ich, kommt die Kontrolle über eine Kreatur oder einen Planeswalker meiner Wahl. Solange eben Dragonlord Silumgar im Spiel bleibt. Und das muss ich schon sagen, tut schon weh, wenn ich das so wirklich so Turn 6 lege. Vielleicht ein Gegner hat eine Nissa draußen oder weiß der Gott, was auch immer. Ja, dann tut's weh. Eugene. Oder Eugene noch dazu, dann tut schon wirklich verdammt ouch. Das muss ich wirklich sagen, ja. Und weiß nicht, wie es du siehst, Marco. Also ich finde ihn einfach Hammer. Und ja, also ich würde generell sagen, die ganzen Drachen sind Hammer auch für Commander-Decks, darf man nicht vergessen. Das Aber der sieht vielleicht sogar wirklich vermehrt Play im Standard. ich weiß, wer Minute irgendwas sich zurückerinnern kann, wo ich über Necromancer Dragon geredet habe, dass ich kein Control-Spieler bin und Control-Decks hasse. Und ich glaube, dass Control-Decks sehr stark werden. Also mit den Necromancer und mit den Dragon Lord. Beide schwarz. Ich glaube, ich brauche fast
nichts mehr dazu sagen, dass hier so einiges auf uns zukommen wird. In Schwarz-Blau-Control eventuell. Ich Ich glaube glaube auch schon. fast, ja. Genau so ist es. Ist ja jetzt schon relativ stark geworden, auch eben durch Eugene. Und ja, jetzt werden wir erst mal schauen, was die Drachen Genau. dazu bewirken in Dragons of Tarkir. Für Jo. mich der zweitbeste Drache, was gespoilert worden ist, bis jetzt von dem Multicolor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ja. am besten gefällt mir eindeutig Necromaster. Das muss ich ganz ehrlich gestehen, ohne dass ich ein Control Player bin. Und Dragonlord ist für mich die zweitbeste Karte. Ja, genauso sehe ich es auch. Vor allem der Necromaster halt einfach mit 5 Mana wirklich eher leichter spielbar und lässt sich auch nett ein bisschen so Tricks bauen drum, ja. Jo, ich würde sagen, wir ziehen das Video nicht so lange noch hinaus, oder? Makon, ich würde Nein, sagen, würde ich mach nicht sagen. deine Schlussrede und ich verabschiede mich mal bei euch da draußen und bedanke mich von meiner Seite erstmal herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lass jetzt mal Makon hier zum letzten Wort über. Zum Endspurt. Genau. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, das erste Spoiler-Video von der neuen Serie. Uns freut uns natürlich immer, dass wenn wir reichlich Kommentare lesen können, ein bisschen mit euch unterhalten können. Und ja, schaut auf jeden Fall bei den anderen YouTubern vorbei, die was rund um Magic machen. Die machen auch extrem tolles Zeug. Ja, und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ein Däumchen da lässt oder für den anderen, der was neu dazugekommen ist, uns eventuell abonniert. Das freut uns natürlich immer besonders sehr. Und in diesem Sinne wünsche ich einen guten Tag oder gute Nacht und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.